Also wir stehen hier gerade auf dem Parkplatz von einem Hotel und wollen uns jetzt auch gleich auf den Weg machen zum Hafen von Chiquila. Von dort aus nehmen wir dann auch die Fähre nach Holbosch. Und ja, die Fahrt dauert jetzt zum Hafen ungefähr 3 Stunden, 2 bis 3 Stunden. Und ja, nehmen wir euch mal mit. Wir sind hier gerade auf der Fähre von Chiquila nach Holbosch und ja, die Fahrt wird ungefähr 20 bis 30 Minuten dauern. Die Tickets haben für die Fahrt ungefähr 220 Pesos gekostet. Fast alle Anbieter haben den gleichen Preis hier, aber es gibt auch noch so kleine Boote, die Leute auf die Insel bringen. Aber da müsst ihr selber schauen, wie viel die kosten, das wissen wir jetzt nicht. Was Schönes gefunden für einen sehr guten Preis für jetzt für die nächsten 4 Tage. Das ist es. Hier die Präsidenten-Suite von Soho Hotel. Ein Doppelbett. Hier eine Badewanne mitten im Zimmer, wie ihr schon gesehen habt. Dann mit zwei. Und das Klo mit einer Dusche auch. Das ist eher so eine Art wie ein Apartment. Also, was da gibt? Und hier sind wir auch schon im zweiten Stock angekommen mit 2 separaten Betten. Und ja. Strandabschnitt Punta Mosquito auf dem Weg gerade hier zur Sandbank, die uns dann auch hoffentlich zu den Flamingos führt da hinten. Und wir schauen mal so, vielleicht finden wir welche, vielleicht aber auch nicht, also es ist nicht sicher. Wenn nicht, gehen wir dann zum anderen Strandabschnitt. Mal schauen.
Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Das ist nämlich kostenlos und das dauert vielleicht 5 Sekunden, wenn überhaupt. Beendet jetzt, also stoppt jetzt das Video und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wirklich lang ist, das sind irgendwie 5 Kilometer, dieser Strandabschnitt hier. Jetzt laufen wir noch ein bisschen in Richtung Fahrräder, wir haben uns nämlich Fahrräder gemietet, wieder heute zum zweiten Mal. Und suchen uns was zu essen in der Stadt, wir haben nämlich ein Restaurant gefunden, wo es wirklich echte Tortillas und Tacos gibt, wo nur die Einheimischen essen. Das ist wahrscheinlich auch billiger als sonst woanders. Und jetzt gehen wir mal schauen. Und Colin, alles klar? Alles super, das Essen ist sau lecker. Und was ist das? Fischfilet mit Reis, bisschen Salat, Limon und da hinten sind Tortillas. Gerade am Golfkart-Mietstand und wir hatten vor, jetzt so einen Golfkart zu mieten. Für 12 Stunden würde das 1500 mexikanische Peso kosten, das sind ungefähr 62 Euro. Wir mieten es jetzt aber nur für 8 für 1350, das ist ein bisschen weniger, so ungefähr für 60 Euro. Und damit versuchen wir jetzt hier die ganze Insel abzufahren und fahren auch noch ein paar Strecken. Unser Golfkart bekommen und was für eine Überraschung, es ist Pinky. Sehr gut gegessen, Tortillas und Salat. Und wir haben hier sogar schwarzen Mais gefunden im Restaurant. Das war auf dem Salat drauf. Da
Da wussten wir erstmal nicht, was es ist, aber dann haben die uns gesagt, dass es Mais wirklich ist. Der war irgendwie schwarz. Ich dachte, das wären irgendwelche Bohnen oder so. Jetzt hocken wir hier noch am Strand und genießen den Tag und lassen den Tag ausklingen. Ja, und wir wissen aber nicht, ob hier rechts Krokodile sind. Hier sind irgendwie Mangroven oder so. Und das Wasser ist ein bisschen dunkel, aber es wäre auf jeden Fall ein perfekter Ort für Krokodile, aber wir wissen es nicht. Also, aber egal. Wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr, dass wir nicht gefressen wurden von den Krokodilen. Heute ist der 27. August und wir gehen jetzt runter von der Insel, denn die Insel wird evakuiert wegen einem Hurricane. Und wir nehmen jetzt die Fähre und fahren dann wieder nach Chiquila und von dort aus sehen wir dann weiter und nehmen das Auto.